Ja, hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem weiteren Test hier bei Gameplay Session. Ich bin der Simon und ich will euch heute mal wieder ein Spiel zeigen. Heute ist es 007 James Bond Alles oder Nichts. Hört sich jetzt erstmal nicht schlimm an und wenn man sich an meinen letzten Test zu 007 Nightfire erinnert, dann weiß man eventuell, dass ich James Bond Spiele allgemein ziemlich gut finde oder sagen wir mal eher fand. Denn Alles oder Nichts hat mir gezeigt, dass so ein Spiel auch ziemlich in die Hose gehen kann. Wieso und weshalb ich das denke und wie es dazu gekommen ist, das erfahrt ihr natürlich alles hier, wie immer, bei Gameplay Session. Und los geht's damit nach dem Intro mit der Hintergrundgeschichte dieses Bond-Spiels. Starbesetzung in Spielen. Ihr kennt das ja wahrscheinlich, dieses Phänomen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass meistens, wenn ein Star in einem Spiel wirklich der Hauptcharakter ist, sind diese Spiele meistens entweder irre schlecht oder saumäßig gut. Hier in Alles oder Nichts ist das so ein Mittelding, weil das Spiel eigentlich gar nicht so schlecht ist, wie ich es gerade angekündigt habe, aber auch nicht so gut, meiner Meinung nach, ist, wie Nightfire es war. Wie ich schon sagte, viele Stars können immer ein schlechtes Zeichen sein und in diesem Spiel haben wir schon ein paar. Wir hätten einerseits natürlich Pierce Brosnan als den James Bond in dem Spiel. Wir haben Heidi Klum als eine Wissenschaftlerin. Ich meine, ist ja total naheliegend, Heidi Klum als Wissenschaftlerin. Wir wissen ja alle, dass die Frau Kopf ohne Ende hat. Und dann haben wir William Dafoe als ein Bösewicht. Aber dazu kommen wir mal gleich. Ich erkläre euch erstmal im Groben, worum es denn in diesem Spiel geht. Also, gesagt, getan, in einem Bond-Spiel brauchen wir natürlich wieder eine übelst böse Geschichte mit der Aussicht darauf, dass die Welt ein ehes Ende nimmt oder ein böses Ende nimmt, eher gesagt. Das haben wir hier nämlich auch. Wir als James Bond, gespielt natürlich von Pierce Brosnan, versuchen nämlich den Nikolai Diavolo aufzuhalten, der den bösen Plan hat, mit speziellen Maschinen und einigen anderen hinterhältigen Tricks die Macht über Russland zu gewinnen und letzten Endes dann wahrscheinlich über die ganze Welt. Gespielt wird Nikolai Diavolo dabei von William Dafoe, den ich persönlich zumindest noch aus Spider-Man kenne. Da hat er nämlich diesen grünen Goblin gespielt. Was er sonst noch so gemacht hat, wisst ihr ja vielleicht, ansonsten ist euch der Kerl vielleicht geläufig oder nicht, es ist ja auch total scheißegal. Auf jeden Fall versuchen wir als Bond ihn natürlich aufzuhalten und die Welt zu retten. Nikolai Diavolo greift dabei auf Nanotechnologie zurück, die von der Wissenschaftlerin Katja Nadonova, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, entwickelt wurde und die wird eben gespielt von Heidi Klum. Viel Ähnlichkeit haben die nicht, außer dass sie beide blond sind. Ist auch egal. Tut wie gesagt nichts zur Story. Wir wollen auf jeden Fall die Welt retten und die Geschichte des Ganzen ist eigentlich noch viel bescheuerter und viel kurioser und im Vergleich zu Nightfire auch, finde ich, eine Katastrophe. Und die meisten von euch achten wahrscheinlich eh nicht so wirklich auf eine Hintergrundgeschichte. Also genug gesagt dazu, fangen wir mal an mit dem Gameplay des Ganzen. Nightfire, der Vorgänger von Alles oder Nichts, war ja so gesehen ein reiner Ego-Shooter mit ein paar Gadgets und ein paar Farm-Missionen. Alles oder Nichts versucht das ganze Konzept des Vorgängers auch weiter zu übernehmen. Das heißt, wir haben immer noch viele Fahrzeugmissionen, müssen auch noch Bond-Gadgets einsetzen, was ja eigentlich das wirklich Interessante an den Bond-Spielen ist. Und gleichzeitig versucht es dann eben auch noch auf der Shooter-Seite zu bedienen. Das große Ding ist bloß, dass es jetzt hier kein Ego-Shooter mehr ist, sondern ein Third-Person-Shooter. Das heißt, die Kamera ist jetzt hinter dem Charakter, also hinter James Bond. Und wir müssen eben in Deckung gehen und dann aus der Deckung rausfeuern und immer erst die Gegner erledigen, bevor wir auf die Gegner zustürmen. Stürmen wir die Gegner einfach mal so, ohne Deckung aufzusuchen, sind wir in den meisten Fällen tot. Es sei denn, wir schrauben selbst um Schwierigkeitsgrad. Das heißt, aus einem Ego-Shooter wurde so gesehen ein Deckungstaktik-Third-Person-Shooter, der aber nicht immer nur Taktik erfordert, weil hin und wieder muss man einfach auch mal einen drauf machen und ein bisschen losballern. Hört sich jetzt erstmal geil an, ist aber beschissen umgesetzt, weil sich das Spiel dadurch gefühlt sehr, sehr langsam anfühlt. Und man sich eigentlich nie so wirklich sicher sein kann, wie man jetzt als nächstes vorgehen kann, was ich auch immer ziemlich zum Kotzen finde. Soll man jetzt stürmen, soll man aggressiv spielen oder doch eher defensiv, weil das Level vielleicht noch ein bisschen länger und knackiger wird. Das sind solche Sachen, die einem hier dann am laufenden Band beschäftigen. Als Shooter oder eben Third-Person-Shooter bietet das Spiel natürlich verschiedenste Waffen. Wir haben das Typische, was man sich so vorstellen kann. Das heißt Sturmgewehre, Pistolen, Schrotgewehre,
und ein paar andere Sachen auch noch. Wir haben auch Granaten und so einen Spaß und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, ein paar der Bond-Gadgets einzusetzen. Gefühlt sind es aber definitiv viel weniger, als wir noch in Nightfire einsetzen mussten oder durften, denn hier haben wir eigentlich nie so wirklich eine große Auswahl und ich meine, wenn man jetzt eine Münze wirft und das eine versteckte Granate ist, ist das jetzt nicht unbedingt jetzt der große Knaller. Das Einzige, was dann halt wirklich doch noch besonders ist, ist die, ich glaube Q-Spinne heißt das Ding. Das ist dann eben eine ferngesteuerte Spinne, mit der wir durch Lüftungsschächte rennen können und dann irgendwo versteckt, ich sage einfach mal, einen Schaltkasten in die Luft jagen, wodurch eine Tür aufgeht oder sowas. Das ist schon interessant gemacht, aber sonst hat man nicht viele Bond-Gadgets, die man wirklich einsetzen kann. Auch das Element Schleichen und Verstecken wird regelmäßig eingesetzt, aber wirklich gut funktionieren tut es meiner Meinung nach nicht, weil man doch ziemlich schnell entdeckt ist und dann wird das Ganze halt wieder zu einer Deckungsgeballer-Orgie, was echt ziemlich schnell keinen Spaß mehr macht, was ziemlich, ziemlich schade ist. Der andere Teil des Spiels sind dann Fahrzeugmissionen, indem wir mit der schwammigsten Steuerung auf der ganzen Welt, okay, ich will nicht übertreiben, aber einer ziemlich schwammigen Steuerung uns durch verschiedene Fahrmissionen fahren müssen. Das Ganze gibt es von Escort-Missionen bis hin zu fahre von Punkt A zu Punkt B ohne zu sterben oder fahre dahin und lass dich nicht entdecken und dann setzt man halt wieder ein paar Bond-Features ein, wie zum Beispiel, dass man sich tarnen kann oder unsichtbar machen kann für eine gewisse Zeit, in dem Fall das Auto dann. Oder man setzt einfach diese Q-Spinne ein, bloß dass es dann keine Spinne ist, sondern ein kleines Fahrzeug und jagt damit irgendwo einen Generator in die Luft durch einen Lüftungsschacht oder so ein Quatsch halt. Oder wir haben einfach Missionen, wo wir uns mit dem Auto durch Gegnerhorn ballern müssen, also das, was man so ein bisschen von einem James-Bond-Spiel auch erwartet. Grundsätzlich ist das aber auch ziemlich schlecht umgesetzt und ich für meinen Teil bin halt sehr enttäuscht von dem Ganzen, weil das Gameplay technisch halt echt in die Hose geht alles, weil es alles so halb umgesetzt ist und nicht wirklich gut. Und das hat mich ziemlich aufgeregt, weil ich mir nach Nightfire jeden pissigen Nachfolger gekauft habe, den es für die PlayStation 2 und für den PC gibt, ohne überhaupt irgendwie nach Wertungen zu gucken, weil ich dachte, James Bond Spiel, was kann man da schon falsch machen? Und dann bin ich halt hier mit dem ersten Nachfolger schon direkt auf die Nase geflogen. Bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, was noch in den nachfolgenden Teilen kommen wird, aber naja. Wir werden es ja sehen. Wir machen weiter mit der Technik. Von der Technik her kann man wieder mal nicht wirklich meckern, weil das Spiel vom Level-Design her und von der Abwechslung wirklich sehr gut geworden ist. Wir besuchen selten einen Ort zweimal und jeder Level fühlt sich auch an sich immer an wie ein wirklich neuer Level und nicht wie dasselbe Level, bloß mit ein paar anderen Texturen. Wir reisen halt komplett über den Globus, erleben unterschiedliche Klimazonen, sind mal hier, sind mal da. Mal gibt's Action, mal ein bisschen Stealth, das ist halt schon gut gemacht und durchdacht. Und auch abwechslungsreich. Was mich bei dem rund, ich glaube, 30 Level sind es, ankotzt, ist, dass die Level mal einfach nur 2 Minuten lang sind. Dann gibt's da welche, die sind dann halt 20 Minuten lang und dann gibt's da welche, da habe ich fast eine Stunde dran gesessen, um die zu spielen. Und das ganze Problem bei dem ist eben, dass es dann auch noch so ist, dass es selten bis gar keine Checkpoints in diesen Leveln gibt, was dazu führt, dass man ein Level gefühlt 84.000 Mal spielen muss, bis man ihn dann mal geschafft hat. Einfach, weil es keine Checkpoints gibt. Ein anderes Problem von dem Spiel hier ist, dass es oft so ist, dass man keinen Plan hat, was man überhaupt machen soll. Ich meine, klar, man kann sich Hinweise anzeigen lassen und dann vielleicht ein bisschen erahnen, was man tun soll, aber ich erinnere mich da an eine Stelle, wo ich irgendwie eine Co-Agentin oder sowas retten sollte. Die wurde eben aus dem Helikopter geschmissen und ich musste dann über eine Klippe springen und ihr hinterher springen und sie in der Luft irgendwie auffangen, aber sie war immer doppelt so schnell wie ich und viel schneller unten, also habe ich sie nie gekriegt und musste die Mission 4 Stunden lang spielen. Ich habe das hier nachgeguckt und das ist schon ziemlich traurig, weil ich das Spiel allgemein nur knapp 6,5 Stunden gespielt habe. Das heißt, 4 Stunden habe ich gebraucht, um diese eine Mission zu schaffen und 2,5 Stunden habe ich den Rest des Spiels gespielt. Und das ist doch eigentlich echt ein Armutszeugnis. Und ich glaube auch, dass diese Mission mir ziemlich den Spaß am Ganzen versaut hat, weil ich echt ewig gebraucht habe, bis ich die Mission dann mal durch Glück geschafft habe, durch irgendeinen Trick, keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber ich habe es irgendwie geschafft. Und ich glaube, das führt mich auch zu meiner finalen Wertung dann. Vorher möchte ich aber noch sagen, dass das Spiel optisch top aussieht. Die Schauspieler, die hier eingebaut wurden, oder Heidi Klum ist ja eigentlich keine Schauspielerin, die Berühmtheiten, die hier eingebaut wurden, sagen wir es mal so, die erkennt man so gesehen, bis auf Heidi Klum eigentlich. Ach, ist auch egal. Die Grafik ist gut, die Musik ist gut, der Ton ist gut. Das Gameplay ist so, naja, mal gut, mal schlecht. Die Level sind insgesamt toll und ich gebe dem Spiel einfach mal eine Wertung von 6 von 10 Punkten. Das heißt für euch, wenn ihr
gerne Third-Person-Shooter spielt, James Bond toll findet, dann könnt ihr mit diesem Spiel vielleicht was anfangen. Wenn das nicht unbedingt euer Fall ist, solltet ihr eher einen Bogen um das Ganze machen und das Spiel lieber nicht antesten. Ich weiß, dass es unter euch bestimmt einige gibt, die diese Wertung nicht gerecht finden, aber es ist nur mal mein Eindruck vom Spiel und ich finde halt echt, dass es eine Katastrophe ist. Ich werde mir aber auch den nächsten Teil angucken, dazu werdet ihr hier auch einen Test sehen. Und dann werden wir mal gucken, ob die Wertung besser oder schlechter werden. Ich hoffe, sie werden besser. Und ja, sagt mir doch einfach, was ihr gut an dem Spiel fandet oder was ihr schlecht fandet oder warum ich mit meiner Wertung vielleicht auch komplett daneben liege. Das könnt ihr mir alles sagen. Bis dahin sage ich euch erstmal ciao ciao und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Das ist Ihre beste Chance.